Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Civilization 5. Ja, wir spielen diesmal mit dem Deutschen Reich, dem Bismarck. Ja, wir haben eine 67%ige Chance, dass wir beim Besiegen von Barbaren in Lagern 25% Gold erhalten. Und, also 25 Gold und dass sie sich uns anschließen. 25% weniger Landeinheiten Unterhalt. Deutscher Panzer. Spezialeinheit. Kann 6 Züge machen. Ja. Und ein Hansekondor. Ist dafür da. Ja, um mehr Produktion zu machen. Wo starten wir denn hier? Ah, im Wald. Das ist natürlich gut. Hier oben sind Gewürze. So, da gucken wir mal gleich, was hier so in der Nähe ist. So, wir machen Monument und machen Wald abholzen. Wald ist ja Wald. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gegner. 10 Gegner plus 25 Stadtstaaten. Also, ich habe die Stadtstaatenanzahl um 5 erhöht, weil macht sich auch noch ein bisschen spannender. Wenn jetzt hier Venedig drin vorkommt, ist natürlich für Venedig ziemlich einfach, ist ja auch klar. Oh, hier ist natürlich jetzt eine Ruine, das ist jetzt super. So, die ganzen Kühe. Wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre, ein bisschen rau, ich bin ein kleines bisschen erkältet. Ja, und wenn ich mal kurz weg bin, bin ich gerade mal... Ah, Überlebende gefunden. Ah, super. Ist natürlich schön. Ich dachte, wir gucken mal erstmal hier in die Richtung, was im... Gut, hier ist Wüste. Wüste. Das ist ja eigentlich... ist doch kein Wunder, oder? Da muss man mal schnell mal gucken, was ich für eine Karte genommen habe. Ah ja, die Erdenkarte, genau. Die normale... Erdenkarte mit 10 Gegnern. Natürlich jetzt nicht so. Lass mal gucken hier, was man hier so hat. Hier so ein Elefanten, Trüffel, Bananen. Alles nicht schlecht. Komm, den Speeren jetzt noch schnell. So. Plantage, Weideland. Brauchen wir ja Weideland dazu. Genau. So, plus 3. Das ist schon mal ganz gut. Da haben die Arten schon Pantheon gegründet. Ach, das... Ah, hier ist Kupfer. Also ich könnte hier noch eine Stadt gründen. Ich glaube auch so ein bisschen angedacht ist von mir. Gut, hier ist Salz. Ich glaube, ich bin auf auf Afrika. Habe ich so das Gefühl. Oh, das ist ein Siedler, ist richtig gut für uns. Also hier unten ist absolut Politik mir nehmend komm, 3 Gold über. Steigt deine Kultur richtig nochmal. Guck mal, in 5 Runden haben wir schon wieder die nächste.
gut, wir haben. Ach, glauben. Super. Ile Ife haben wir schon entdeckt. Oh, plus drei Elefanten. Das ist natürlich. Verdammt viel. Oh, Speer, du gehst bitte mal automatisch. Genau. So, Bautrop. Natürlich jetzt 17 Runden. So, Fallenstellen, Jagdlager, Sumpf, Dschungel entfernen. Gut, da haben wir schon ein Barbarenlager gefunden. So, mal gucken hier. So. Ah, Jerusalem. So. Produktion. Sind da jetzt nicht so gut dabei. Oh, da kommt noch der nächste. Eigentlich bräuchte man noch so ein Ding. Stadt ist gewachsen. Der das jetzt überlebt. Nein! Aber. Sag denn. Aber. Warte mal. Aber ich habe hier oben schon die ersten Stadtgrenzen gesehen. Das ist Hügel. Aber ich ziehe mich trotzdem mal jetzt zurück. Und hier. So, ja, Plantage. Und dann kann der nämlich gleich in 10 Runden. Ah, in 10 Runden ist das auch fertig. Gut, gut, gut. Heilt mal die Runde. Heilt mal hier auch. Hier habe ich nämlich schon eine andere Zivilisation gefunden. Die natürlich verdammt nah an mir dran ist. Warte mal. Gut, gut, gut. Und hier oben. Ist natürlich interessant, ob ich jetzt gleich Kyoto. Warte mal. Nein, 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 nein. Gehst bitte mal.
kaufen wir vielleicht noch einen Krieger. Einen Krieger kaufen ist nämlich sicherer. Ja, tot. Das war nämlich auch irgendwo klar. So, da geh mal, da gehst du mal halt hier hin. Sicherst du einfach nur. Das ist natürlich ganz gut. Haben wir erstmal hier Gewürze, Färbemittel, alles in der Nähe. Natürlich gehst du bitte. So, Pantheon, ne? Die könnten alle ihre Pantheon. Sidon, was sieht dann noch? Kyoto. Kyoto könnte ich natürlich. Ich überlege gerade. Lero. Ja. So, Bautruppe, Modernisierung automatisch bitte. Schrein. Schrein. Komm. Einen Bogen schießen. Also, falls ihr euch noch interessiert, ich habe auf Standard die Schwierigkeit. Natürlich, Kämpfe ist super. Wie viele Religionen? 6 Stück. Es wird natürlich ein bisschen schwieriger. Oh, Mann. Überall diese Barbaren. So. So, mal gucken. Nach kommt Bronzeverarbeitung. Ja, da haben wir schon fast die erste Viertelstunde wieder rum. Wir haben also Sidon entdeckt, Genf entdeckt. Hilfe, da gehen wir jetzt mal gucken, ob die unsere Hilfe brauchen, was natürlich auch ganz gut wäre. Ah, hier ist natürlich unser Krieger, unser japanischer Krieger. Weil wir sind nämlich schon höher als die und das wäre natürlich... Und die Japaner sind ja auch recht aggressiv, kann man so sagen. Ah, hier sind sie. Thank you.
Oh ja. So. Oh, Tempel. Stonehenge. Die paar Runden Stonehenge. Das wird jetzt auch irgendwie. Da oben kommt er noch dahin. Oh, perfekt. Natürlich genial. Die so stark sind. Dann hauen wir jetzt erstmal eine Runde ab. Such dir den Barbaren, da ist er. Weil da, die wollen nämlich schon. So, oh, dann machen wir noch eine Runde. Also wie gesagt, hier ist ein Barbarenlager, da ist ein Barbarenlager. Du kannst hier und machst die fertig. Dann machen wir halt jetzt noch die Runde mit dem Kulturhörerfrachten. Wirtschaft, Zufriedenheit. Das ist plus 6. Gold und Silber haben wir auch gar nicht da. Das ist Kultur von Plantagen. Das wäre interessant, weil ihr könnt richtig viele Plantagen machen. So, und dann machen wir noch die Kultur. Dann geht das ratzfatz. Genau, Straße. Gut, dann bedanke ich mich für diese allererste Runde, fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Start gefallen. Wie gesagt, mit Berlin, mit Deutschland fangen wir an. Und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir sind auf Afrika gelandet, so wie es aussieht. In Südafrika. Hier sind zwar die Japaner, aber ist egal. Ich habe ja nicht diese komische Kamera noch einstellen, dass das realistisch startet. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte mal durch Zufall mal gucken, wo wir landen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage erstmal tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Ansonsten in die Kommentare reinschreiben, wenn es euch gefällt. Ansonsten Daumen nach oben. Und wie gesagt, wir sehen uns zur nächsten Folge. Ich sage auf Wiedersehen.